Das ist wirklich mal so richtig schockierend, denn nun tut sich sogar das Ausland, Bürger aus dem Ausland, wenn sie auf Deutschland schauen, wirklich nur noch den Kopf schütteln. Das Ganze vor allem, weil aktuell die EM ist und immer mehr Leute auch auf Deutschland schauen. Nicht nur aus der EU, sondern die EM schauen natürlich viele Leute auch aus dem Ausland an, also außerhalb der EU. Und hier ist ganz interessant, dieser Tweet, der sich aktuell wirklich wie ein Lauffeuer verbreitet. Hier schreibt eine Frau, ich übersetze das Ganze mal auf Deutsch, 24 Stunden, 10 Meldungen über Messerangriffe, die Täter allesamt Migranten. Das ist Deutschland 2024. Und das ist wirklich mal so richtig traurig, dass jetzt schon das Ausland hier über uns Deutschland sagt, wie traurig und wie schlimm die Situation hier in Deutschland ist. Weil da muss man sich wirklich mal fragen, nicht nur die Bürger, wo soll ich ständig sagen, das deutsche Volk, wo wirklich ein Großteil sagt, da muss endlich was getan werden. Nein, jetzt sagt sogar das Ausland was. Und da stellt man sich wirklich einfach endlich mal die Frage, wann unternimmt endlich mal die Politik dagegen auch nur irgendetwas?